Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Ikarus mit Voucher und mit unserem Alderle und damit auch zurück zu unserer wohl dunkelsten Stunde, die wir hier bisher erlebt haben. Zumindest fühlt sich's für mich so an, ganz extrem. Hier nochmal ein Päckchen Stahl fertig, ein bisschen Eisen fertig. Ich kipp das gerade mal kurz hier rüber. Aktuell sieht's so aus: Wir brauchen jetzt noch Silika, dass ich die letzte Mischung vorbereiten kann. Carbonfasern habe ich gemacht, Aluminiumblöcke sind vorrätig und wir brauchen noch 8 Electronics. Und für diese 8 Electronics fehlt es uns jetzt noch an 4 Gold plus Kupfer. Wir gehen jetzt rüber in die Höhle, in der ich gestern so übelst verreckt bin, und holen das Kupfer, schauen, ob wir nochmal Gold finden. Und dann brauchen wir noch Gold für den Fabrikator selbst. Hallo? Pass mal auf. Silika. Ja, das kriegen wir alles da oben in der Ecke. Ich nehme an, dass auch heute der Bär uns da gleich wieder besucht. Die Würmer werden wir da drin haben. Hier ist noch soweit alles okay, damit kommen wir rum. Ich gehe auf 1, ich nehme unsere guten Pfeile. Auf geht's. Auf geht's. Wenn wir Glück haben. Wer ist ein Hirsch? Wenn wir Glück haben, ist da oben noch ein Goldvorkommen drin. Wenn wir Pech haben, nicht, aber wir brauchen eh noch Kupfer. Es ist eine Herausforderung, alleine weil da halt ständig los muss, immer weiter raus, den Matz holen. Und im Gegensatz zum Außenposten, du hier ja natürlich nicht alleine bist. Ne? Ist schon nochmal ein Unterschied. Ein ganz, ganz extremer. Wie gesagt, das Gold würde ich sagen, nehmen wir schon zusammen in Angriff. Weil das ist die Hauptherausforderung meiner Meinung nach noch. Sag mal, ist das auch eine Höhle? Ne, haben wir gestern, glaube ich, schon getestet. Ne? Aber ich muss auch gucken, dass ich das Silika jetzt nicht liegen lasse, wenn ich sehe. Hier ist nochmal Schwefel, aber Schwefel bohre ich ja zum Beispiel auch gerade in der Höhle. Hier ist eins. Hat's doch schon wieder geknurrt, oder? Brauchst halt die komplette Ladung Matz, ne? Jetzt gehen wir die Höhle kurz sauber machen und schauen erstmal durch, weil Silika kann ich ja dann auch draußen farmen. Da gibt es bestimmt noch einige Spots. Da drüben wird bestimmt auch noch eins. Alle. Wenn ich jetzt nicht mich so verbissen hätte in die Vorstellung, wie wir das schaffen, hätte ich echt gesagt, ich lasse es gut sein. Würde. Ich geh aufs Messer. Und erstmal wieder raus. Energietechnisch und so. Arsch! Oder? Und wieder rein. Ein Gold, wenn hier noch drin ist, könnte man es eventuell geschafft haben. Zwei Stück auf lange Distanz mache ich die. Mache jetzt nicht mehr rum. Es sei denn, der eine rutscht nach. Bin ich froh, dass der Bogen so eine Haltbarkeit hat. Bis ich hier die Höhle frei habe, wartet doch der Bär wieder draußen auf mich, ne? Auf jeden Fall haben wir schon mal Kupfer. Hier ist wieder ein Schwefelvorkommen, großes. Da liegt ein Gold. Da liegt ein Gold. Ein ungeheult Gold. Zwei Erze ist immer eins, ne? 36, glaube ich, ist das Minimum, was ich brauche. Ich würde sagen, geh mal gucken. Kupfer brauche ich halt. Ich habe mir es irgendwo auch rausgeschrieben. Wo habe ich denn den Zettel hingelegt? Alter, ich brauche den Zettel jetzt. Warte mal, geschwind. Ne, ich habe den irgendwo verschlampert.
Ich glaube, wir brauchen die 120 Kupfer. Wir nehmen mal mit, was wir können. Dass da jetzt nochmal ein Gold lag, das hat sich jetzt für mich richtig, richtig gut angefühlt. Wechsel aber auf den Bogen. Och, bin ich happy, dass da jetzt noch ein Gold lag. Ein Kupfer brauchen wir noch. Wenn du aber guckst, müsste ich jetzt wegen Kupfer nochmal los sein. Oh, das hat mir jetzt wieder ein bisschen Auftrieb gegeben. Bis zum nächsten Tod halt, ne? Kannst du dir vorstellen, welches Level ich jetzt schon hätte? Oh, die Lungenentzündung. Ich hätte aber auch schon lang mal was dagegen tun können, gell? Ich bin da einfach Außenposten-Mining gewohnt. Weil da spielt es gar keine Rolle. Da ist noch ein Gold. Oh, da ist noch ein Gold. Mich da hochbauen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich nehme jetzt mal das Kupfer mit. Und falls wir wirklich noch mal Gold brauchen, haben wir hier in der Höhle jetzt echt, echt Glück. Und Kohle nehme ich noch mal mit. Handvoll. Jetzt sind wir eh gleich voll, ne? Nur nicht überladen. Bogen raus und erstmal Matzheim. Jetzt bin ich überladen. Erstmal heimhechten. Am besten so, dass mich der Bär nicht erwischt. Büffel sind okay. Wolf. Wolf 1. Wolf 2. Ich hecht heim. Ich lasse die einfach jetzt hier liegen. Hufen. Gämse. Ich muss es nur bis zu meiner Höhle schaffen. So haben sich die früher bestimmt gefühlt, die Neandertaler-Typen. Weißt du? Oh, ich muss nur zu meiner Höhle zurück. Irgendwo der Blitz eingeschlagen ist, sind sie raus mit ihrem Stöckler, haben sich ein Pfund Feuer geholt und dann, oh, nur noch in die Höhle. Zu meiner Familie. Jetzt kann natürlich sein, dass wir hier auch wieder Würms haben. Bin schon mal drin. Wäre ja nicht mein Leben. Wäre ja nicht mein Leben, wenn da nicht nochmal Würmle wäre. Und? Muss nur nochmal Eisen holen für Pfeile, Alter. Gold. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Da müssen wir gleich nochmal ausrücken. 7 Stück waren das jetzt. So, pass auf. Wow, wir brauchen für ihmchen hier 11 Mischungen. Es laufen gerade ein paar durch. Es hängt an Silly. Ich warte jetzt kurz, Leute. Wir gehen jetzt nicht nach und nach. Jetzt machen wir erstmal easy and peasy. Easy and peasy. Die Eisenerz, die kann ich ja wieder rausholen. Wenn da noch welche drin ist. Nur ein Eisenerz noch drin. Habe ich hier noch Eisenerz irgendwo? Eisenerz. Kipp die mal ganz kurz hier rüber. Sticks. Sticks, 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 Sticks. Ich bräuchte noch mehr Sticks. Oder Holz. Eins von beidem. Sticks. Was? Gämse. Willkommen daheim, Gämschen. Du sollst doch auch nicht leiden. So, die haue ich durch. Dann nehme ich uns die Mischung. Pischung. Zack, die. Wie weit ist Gold? Ein Barren erst. Jo, weil er nämlich immer das andere präferiert hier, ne? Gib mir mal das Kupfer raus und mach mir mal das Gold. So, Kupfer rüber, Gold rüber.
Dann zack, Kupfer aktivieren. So, wir blicken noch mal rein, weil der Fabrikator ist halt nicht unser Dings. Wir brauchen noch 8 elektronische Geräte. Im Moment können wir 3 Stück machen, fehlen uns noch 5 elektronische Geräte. Wir brauchen 4 Betonmischungen. Um 4 Betonmischungen zu machen, müssen wir noch mal Silizium besorgen. Ich nenne es jetzt einfach mal. Icarus, du kannst mich sowas von bald am Kittel lecken, ohne Witz. Ich gehe raus, Wetter. Ich gehe ums Eck, Bär. Ich gehe extra einen anderen Weg und den komm, guckst du unten, laufst ein bisschen weiter. Wolfsrudel. Und zwischendrin, als ob es noch nicht schlimm genug wäre. Und zwischendrin, als ob es noch nicht schlimm genug wäre, falle ich dann auch noch irgendwo runter und tu mal weh oder so ein Scheiß. Das ist doch eine versteckte Höhle hier. Ha ja, ist eine versteckte Höhle, Leute. Da ist dann auch nochmal die Chance. Okay, da muss ich jetzt aber dem Spiel doch eins mal zugestehen. Es ist zwar unbarmherzig, aber es bietet dir viele Höhlen hier an der Stelle. Reh. So, komm hier, bau. War ein leichter Sturm, ne? Ich bin gespannt, ob wir das heute erleben, dass der Laser sich in Bewegung setzt. Wahrscheinlich brauchst du 5 Kanister. Das ist mir zu kompliziert. Ich nehme viel zu viel Stein mit. Da vorne sind nur noch mehr Brocken. Ich will nur sicher gehen, dass ich nirgendwo reingerate mehr. Okay, das heißt, jetzt können wir uns die Fabrikator-Geschichte bauen. Dann sind wir in der Lage, den Generator zu bauen. Und dann machen wir jetzt gleich nochmal einen Materialcheck. Was uns da noch alles fehlt dafür. Plus, wir müssen dieses Tool bauen, um es zu verkabeln. Ne? Und das war auch nicht ganz billig, was Gold angeht. Wenn ich es richtig rausgerechnet habe, müssten wir genau rauskommen. Ne, wir brauchen, glaube ich, nochmal dieselbe Menge. Das heißt, wir müssen nochmal zurück in die Höhle, das Gold rausschürfen oben. Nehme ich mal kleine Dings mit. Nehme ich uns gleich ein Podest oder irgendwas mit. Damit wir da drin nicht rumhampeln müssen, großartig, weißt du? So. Also, das Gute ist ja, es ist sehr farmintensiv, was aber hier im Umland bedeutet, also nicht am Außenposten, sondern wirklich auf Icarus, dass du Abenteuer ohne Ende erlebst, weil du musst ja ständig weiter raus, weiter gucken, hier gucken, da gucken. Am Außenposten passiert ja nie was, ne? Also, da hast du dann deine Spannung auf jeden Fall trotzdem. So, nochmal einen Wurm. Im Moment sehe ich keinen. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt alles machen soll. Ich glaube eher nicht, ne? Machen wir mal nur die 4, die wir brauchen. Den Kanister hinten müssten wir eigentlich auch gleich nochmal abholen. Und wieder füllen. Wenn wir dann später zum Laser gehen. Komm, wir gehen mal rein hier in den Schuppen. Guck mal, wie leer die dann aussehen irgendwie, gell? Ein bisschen Eisen dürfte noch irgendwo rumhängen. Und die Mats, die waren... Wo ist er? 2 Stück sind's und ich hänge hier drin. Ich hänge wirklich hier drin. Aktivieren müssen. Hat er aufgehört wegen den Dingern vielleicht? Ist doch mir egal jetzt. Ich habe ihn getestet. Ich fand es cool, das, was wir mal gemacht haben. Wissen wir Bescheid. Ist die Frage natürlich, ob es noch andere Erze gibt, wie nur das. Ne? So, Bettungmischung. 5 elektronische Geräte fehlen uns noch. Und da muss ich jetzt aufs Kupfer warten, welches wiederum hier sein Dasein fristet. Ich mache erstmal nur 5. Unglaublich, dass wir das jetzt schon haben. Dann muss ich Biosprit nachfüllen. Da brauchen wir wahrscheinlich gleich wieder Baumharz. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich da auch noch welches hergestellt habe.
Ja, habe ich. Baumherzle. So, Leute, Fabrikator wird gebaut. Unglaublich, dass wir den haben. Unglaublich. Jetzt sehe ich es wieder vorm inneren Auge, wie wir es doch schaffen, weißt du? So weit sind wir schon mal. Biospritgenerator. Stahlschrauben, Glas, Stahl, Kupfer. Gehen wir alles rüber. Stahlschrauben. Also Glas ist hier. Ach, gib das alles mal raus. Ist doch einfacher, wenn ich das kurz hier rüber kipp. So, erstmal alles einfach rüber, 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 dass wir wissen, um was es geht. Schalali, schalali, schalalum, lum, lum. Gut, lieber Biospritgenerator. 12 elektronische Geräte. 14 Gold haben wir noch. Müssen wir nochmal los. Müssen wir nochmal los, weil wir brauchen nämlich auch noch das Kabeltool. So, organisches, Epoxy, Kupfer. War ein bisschen schnell, gell? Organisches, Epoxy, Kupfer. 6 Stück. Stahlbarren, noch 3 Stück. Warum habe ich jetzt nicht so viele Stahlbarren, wie ich brauche? 3 Stahlbarren, das heißt, wir müssen nochmal hier 6 Erze. Oh, Leute, das ist ein Haufen Zeug. Zack. Ja, ist gut. 3 Stahlbarren. 6 Stück. Schöne ist ja, dass es so langsam aber sicher sich füllt. Wir brauchen jetzt noch 6 elektronische. Dann sind wir ja fast soweit. Kupfer. 3. Epoxy geht auch wieder alle. Ja, aber ich weiß ja, was da gruselig jetzt zusammen, so dass wir halt nachher noch das Gold zusammen rausholen, ja. Aber jetzt geht es nämlich darum, dass ich hier wahrscheinlich nochmal das ein oder andere Mal hin und her jumper. Ich sag's dir. Baumharz. Wie weit ist denn der Kanister vollgeladen? Nehmen wir mal die Hälfte raus. Machen wir das mal so rumgeschwimmen. Jo. Und hier machen wir mal kurz so. Ja, ich bereite jetzt das so weit vor, dass wir noch eine Höhlentour zusammen machen. Und dann müsste das eigentlich erledigt sein. Kurzer Zwischenstand. Wir bauen uns die Kiste auf, Leute. Wir bauen uns die Kiste auf. Der Biosprit-Generator. Jetzt brauchen wir nur noch dieses Gerät. 8 Gold, 4 Carbonfasern und nochmal Kupfer. 8 Gold, 4 Carbonfasern und Kupfer. Wir gucken alles durch. 1 Gold. Alu. Habe ich nicht die Carbonfasern hergestellt? Offensichtlich nicht. Ja. Müssen wir das auch nochmal machen. Ja klar, die habe ich gar nicht bedacht, dass wir die auch nochmal brauchen. Also pass auf, 4 Carbon... Ich hätte schwören können, ich habe die Carbonfasern gemacht, ne? Also, dann ist es so, wie es ist. Das heißt, ich brauche organisches Epoxy-Silica. Ich gucke rein. Organisches Epoxy... Ah, dann habe ich die Mats nur gerichtet. Ich wollte mich gerade sagen, ich habe doch. So. Im Prinzip brauche ich jetzt noch, wenn ich es richtig sehe, 6 Epoxy. Die bauen wir uns aus. Baumharz. Wenn ich nochmal einen Baum holen. Das kann man ja auch gleich abbrechen hier. Das muss ja nicht so viel sein. Habe ich noch Schwefel irgendwo rumliegen? Zwar, aber das sind auch nochmal ein paar Schwefel. Also, dann einmal stoppen. Dann einmal 100 Stück. Carbonpaste. 2, 4, 6 Epoxybaumer. So nochmal. Es ist tatsächlich schon, ne? Es ist tatsächlich schon, jubidubi. So.
Ey, dann haben wir ja aber alles, ne? Jetzt kommt es nur darauf an, wie viel Sprit wir brauchen. Und wir müssen halt nochmal kurz das Gold holen gehen. Ein Goldvorkommen war drin, wir machen gar nicht rum und gucken erst in der anderen Höhle oder so. Obwohl, wir könnten in der anderen Höhle kurz gucken. Könnten in der anderen Höhle erst kurz gucken. So, die Carbonfaser, die muss ich natürlich hier reinhauen. Ne? Die kriege ich dann da raus. Also, nochmal für uns. Carbonfasern sind genug da. Wir brauchen noch 17 Kupfer und 7 Gold. Ich gehe nochmal alles durch. 17 Kupfer und 7 Gold. Es liegt nirgends mehr irgendwie ein Kupfer noch so rum, oder? Also gut. Also gut, dann gehen wir jetzt noch einmal los. Die kann ich ja schon mal baumharzen, falls ich nämlich nochmal Sprit machen muss. Baumharze ich die. Und das lassen wir jetzt alles da. Da sind 3 Kupfer, die kippe ich jetzt schon mal hier rüber. Und das war's, ne? Die Pfeile, die ich gemacht habe, die waren hier drin, gell? Die nehme ich natürlich auch nochmal mit. Dann lasse ich dafür die Steinpfeile jetzt da. Rüste mich entsprechend gegen den Bär mit guten Pfeilen. Komm, wir gucken kurz. Eine Höhle war da drüben. Vielleicht reicht es ja, wenn wir da kurz reingehen. Dann brauche ich nicht auch noch in der Höhle was basteln, dass ich dran komme. Und Kupfer müssen wir eh holen. Bist du, der das so raschelt? Hast dich jetzt selber erschreckt? Hallo, kleines Rehkitz. Hast du mit dem Bär gesprochen, dass er sich an mir rächen soll für all meine schlimmen Taten an dir? Oh, ich sag's dir. Hey, aber dann kriegen wir das heute fertig. Zumindest Mamas so weit. Wir müssen ja auch noch mal hinlaufen, ne? Und dann muss ich auch noch zur Kapsel zurücklaufen. Ist ein Kupfer. Nimm das mal mit. Scheiße, weißt du, die haben aber auch eine Range. Bin extra zur Seite gesteppt. Hat er mich trotzdem getroffen. Simbelmümbel. Da hängt Exotik, Leute. Da hängt ein Exotik. Einfach mal so. Kein Gold, aber ein Exotik. Ist ja auch geil. Schön, dass wir reingeschaut haben, oder? Darf's nur nicht vergessen mitnehmen. Am Ende dieser Reise. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Das ist nicht ganz abgebaut, ne? Da hängt auch noch Dings. Kupfer geht jetzt vor. Schön. Schön. Schöne Überraschung. Ich habe mal nicht gemerkt, wie viel Kupfer ich brauche. Ich bin leicht. Ich bin leicht unter Druck, was das Thema lebend heimkommen angeht. War auch das erste Mal, dass ich Performance gespürt habe hier drin. Also, wie viel Kupfer waren das jetzt? Ja, das reicht ja. Gehen wir kurz heim, das Zeugs heimbringen. Und dann gehen wir noch einmal in die Höhle des Löwen, des Bären, des Endes. Junge, Junge. Haben wir Exotik gefunden. Guck dir das mal an, oder? Heimweg mache ich dann offscreen, ist klar, ne? Das mache ich dann nach der Folge. Für uns wäre es wichtig, dass wir das heute schaffen. Kein Wurm? Ist aber recht. So, pass mal auf, das lege ich mal hier vorne rein. Ich muss es nur nachher. Ne, ich mache es am besten. Wo packe ich denn das jetzt kurz hin? Fabrikator neben das Ding hier, ne? So. Die Carbonfasern müssten fertig sein. Sind sie. Die Kupferbarren schmelzen wir gerade ein. Wir brauchen noch insgesamt 15 Stück. Reicht. Also geht es wirklich jetzt nur noch ums Gold, ne? 16 Golderze. Ne, war eins schon drin. Aber ich kann ja trotzdem, ich baue es eh komplett ab. Habe ich mein Bett noch? Ich muss gucken. Ich muss gucken. Dass da nichts schief geht jetzt.
Wenn ich jetzt nämlich noch an die Kapsel gespawnt werde, weil ich dann heimlaufen muss, ich glaube, dann ist vorbei. Okay. Warte mal. Jetzt ganz ruhig bleiben, Voucher. Jetzt hast du es fast geschafft. Wir sind fast am Ende dieser Reise. Wasser und Sauerstoff hebt ewig. Alles gut. Wir müssen nur noch mal in die Höhle rein. Richtig, danke. Du wolltest doch ein Ding mitnehmen. Wie ich halt mal den Bär... Ey, das Spiel hat gerade voll die Performance-Probleme. Da oben ist er. Es passiert selten, dass ich dann so verziel. Merkt ihr das, dass es zittert oder bilde ich mal... Unspielbar, gerade ohne Witz. Ich meine, ihr kennt doch das. Ich habe ja den Bären jetzt das erste Mal jetzt hier im Schuss, ne? Vorbei. Ach, leck mir am Arsch. Wieso gehe ich eigentlich nicht in die Höhle rein? Ist gerade wirklich unspielbar gewesen durch das Zittern. Ich weiß ja, was los ist. Ich mache ihn jetzt von der Höhle aus. Ist kein Joke gewesen jetzt, Leute. Ihr wisst ja, dass ich ihn ab und zu auch schon getroffen habe. Ich bin aber auch, muss ich sagen, ganz, ganz, ich habe eine sehr feine Zündschnur im Moment, weil ich echt, ist die Hölle die Mission für mich. Achso, mein Zeug muss ich dann auch holen. Aber das kriege ich doch hin. Raus, rein. Sehen wir ja gleich, ob der jetzt hier stehen bleibt. Ja, den einen gönne ich dir. Ist jetzt dann der Moment, wo er dann doch durchkommt, ne? So. Irgendwas stimmt gerade nicht. Jo, und jetzt wieder Wetter. Ich drehe so durch. Und auch noch eins, dass ich nicht vor kann in die Höhle, weißt du? Oder? Es geht doch Schlag auf Schlag. Guckt ja mal oben jetzt den Kompass an, Leute. Oh, übel, übel. Da weißt du, was du geschafft hast. Oh, scheiße. Ich habe die Verbände nicht. Egal, jetzt nur nicht hektisch werden. Wir machen heute so lang, bis es fertig ist. Alles andere. Wie lang es dauert, spielt keine Rolle. Die da brauche ich, gell? Knochen, Fasern. Fasern sind es noch. Aber Fasern hatte ich doch hier drin. Gib mir mal die Fasern kurz raus. Und dann mache ich mir mal zwei Stück. Die restlichen Fasern kannst du... Alter, da tobt jetzt das Sturm, ne? Egal, ist mir wurscht. Mach da jetzt nicht rum, wenn ich die Sonne sehe, gehe ich los, ansonsten nicht. So, pass auf. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Dann hatte ich ja vorbereitet hier. Hazi-Mazi. Hazi-Mazipan. Für Ihmchen, dass der wenigstens einmal voll ist. Ich habe eh das blöde Gefühl, dass ein Kanister an dem Ding nicht reicht. Warte mal ab. Der Laser, der frisst Benzin ohne Ende, hat doch der Typ gesagt, oder? Wie könnte ich dem vorbeugen, indem ich einfach einen Kanister mehr mache? Ne? Da haben wir, glaube ich, die Matzen mehr. Ich gucke gerade mal durch. Haben wir hier Metallhammer drin? Wie viel brauche ich für einen Kanister? 25. Gut, ist das ein Gewackel auf einmal? Ich verstehe es gar nicht. Ah, den haben wir schon gebaut. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das Zeug jetzt schon wieder hin? Es geht nur noch um die Goldpfanne. Ich glaube, ich baue uns noch einen Kanister eben, bis das Wetter aufgehört hat. Ich glaube, ich baue uns noch einen Kanister, Leute. Hier war, glaube ich, noch ein Eisen drin. Das machen wir, komm. Alles andere wäre doch jetzt schon wieder... Weißt du, wie ich meine? Ich nehme schon mal das Messer in die Hand. Ne, Bogen wegen der Würmer. Machen wir noch ein paar Pfeile für die Endwelle, die da bestimmt auch noch kommt. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich spüre es richtig, wie das Spiel rumzickt. Brauchen ja nur noch ein Eisenvorkommen.
Da ist es. Jetzt pass auf. Digga. Ich glaube, wenn man im Vorfeld so ein bisschen mehr oder weniger dann schon ahnt, dass das länger dauert, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass das so eine extreme Geschichte hier wird heute. Oder die letzten drei Folgen, wie viel auch immer wir jetzt gebraucht haben. Dann gehst du anders an die Sache ran. Ich habe es zwar im Vorfeld gehört, bin dann aber hin, habe ich den Leser gesehen, dachte ich ja, und dann habe ich es ja abgebrochen, ne, wo ich es kapiert habe, wie viel das wird, weil schon so viele Tage weg waren. Aber jetzt, wenn ich es ja nochmal mache, wüsste ich ja ganz normal, easy peasy, alles aufbauen, erstmal in aller Ruhe und so. So, seid ihr bereit? Gehen wir kurz das Gold holen, ja? Gehen wir kurz das Gold holen. Ich prüfe noch einmal hier. Das ist jetzt wirklich die letzte Runde. Noch einmal müssen wir in die Höhle. Dieses Goldstückchen da runter semmeln. Rechtzeitig heimkommen. Und dann haben wir einen Generator. Dann haben wir zweimal Sprit. Würde ich dann auch noch befüllen, die Kanister. Mal einen kleinen Schnitt später. Und dann laufen wir rüber und geben das Ding ab. Ich überlege gerade, ob ich außen einlogge, so wie das... Jetzt geht's gerade wieder. Scheiß Malus. Kämpfe ich da draußen? Aber ich habe den Kampf auch gesucht gerade. Ich hätte ja reingehen können in die Höhle. Aber irgendwie, weißt du, ein Bär ohne Wolf und alles, das haben wir doch schon immer geschafft irgendwann einmal. So, jetzt müssen wir natürlich wieder mit der Würmer, ne? Ist aber jetzt auch die letzte Geschichte. Hallo? Es hing doch hier an der Decke irgendwo, gell? Das hing doch hier. Oh ja. Oh ja. Das wäre jetzt nochmal was gewesen. Schaffst du das so oder muss ich da... das schaffst du so nicht. Den musst du wegmachen hier. Uns nicht ganz, gell? Ich kann euch nicht sagen, wie erleichtert sich das jetzt gerade für mich alles anfühlt. Nehmen wir noch mal ein bisschen Eisen mit. Für eine Handvoll Pfeile, falls doch noch eine Endwelle kommt oder irgendwas. Ich weiß ja noch gar nicht genau. Ob es nicht danach auch noch weitergeht. Ich will jetzt auch nicht irgendwie... Ich will jetzt aber auch nicht das offen lassen. Ich gehe einfach davon aus, dass da jetzt Finale ist, dann gleich, wenn der Laser durch ist. Auf der anderen Seite... Leute, tut mir leid an der Stelle. Ich muss jetzt, das ist jetzt ein bisschen so ein ganz kleiner Mini-Cliffhanger. Aber wir wissen nicht, ob es weitergeht. Und es ist ja jetzt auch nicht damit getan, dass wir das kurz in der Höhle einkippen. Wir müssen ja noch hinlaufen. Auf dem Weg hin kann einiges passieren. Wir machen das morgen. Falls wir morgen frühzeitig fertig sind. Wir haben zwei Punkte. Dann gehen wir am Außenposten mit dem Rest der Zeit noch unsere Küche aufbauen. Zwei Module oder so. Bevor wir dann an die Eisbergschichte gehen. Die machen wir auf jeden Fall dann.
So, das haben wir geschafft. Hier sind wir drin. Ich spüre keine Wurmpräsenz. Ich kipp's Gold ein. Machen wir morgen, komm. Das muss jetzt nicht, ich will das dann auch zelebrieren und vor allem will ich dann auch mit den Punkten in den Workshop hoch, weißt du? Ich glaube, die Quest gibt gut Punkte. Sticks werden jetzt nochmal fällig. Und dann haben wir es aber, oder? Gib mir mal die. Ja, wir machen das so, Leute. Ich hätte dieses, weißt du? Das muss nicht sein. Machen wir morgen gemütlich fertig. So, guck mal, da habe ich nochmal Pfeile auf jeden Fall für alle Fälle. Und ich gucke jetzt noch einmal rein abschließend. Für das Kabeltool fehlen uns noch 7 Gold. Hier sind unsere 7 Gold. Und dann gehen wir morgen gemeinsam das fertig machen. Dann würde ich nämlich jetzt tatsächlich hergehen und sagen, wir kümmern uns noch. Ja, ja, lass die ruhig durch. Ich kümmere mich jetzt noch um Dings. Jetzt habe ich hier die ganzen Eisen verschandelt. Scheiße. Ich wollte doch noch einen Kanister bauen. Achso, nee, dann habe ich alles... Nee, habe ich nicht richtig gemacht, gell? 18 Eisen habe ich jetzt noch hier. Ah, doch. Schon wieder ein Wettereffekt. Es wird gleich regnen und blitzen. Finde einen Unterschlupfgewittersturm. Der nächste. So, dann lasse ich das nämlich jetzt in aller Ruhe durchlaufen. Hole ich dann morgen während dem Vorgang rein. Und dann machen wir es jetzt so. Da fühle ich mich wohler damit. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Dann hole ich euch morgen hier ab. Weil du weißt ja nicht, wenn es danach noch weitergeht. Wir machen das morgen dann auf jeden Fall fertig. Wenn es in 5 Minuten erledigt ist, ist es so. Dann geht es zum Außenposten, Küche aufbauen. Und dann werden wir uns vorbereiten auf die Rache am Eisbär. Vielleicht schaffen wir aber den Ballus morgen noch weg und machen die Level 46 voll. Eins von beidem. Ich brauche jetzt auch ein bisschen. Muss wieder Kraft tanken. So bis morgen.